Jeder Mensch hat ja ein möglichst schmeichelhaftes Bild von sich selber. Oder gibt nur das Preis, wo er preisgeben will. Und wenn man eben das Bild ergänzt mit Sachen, die drumherum sind, dann kommt eben kommt eine andere Facette drin. Also Emil ist, ich habe leider so ein schlechtes Gedächtnis, aber ich glaube, dort ist einfach drin gekommen, dass er doch sehr ein grosser Spiesser ist und dass er den nicht nur spielt, sondern dass er den wirklich ist. Ich habe ihn interviewt und das hat ihm gerne nicht gefallen, wenn ich ihn beschrieben habe. Und vor allem hat ihm nicht, was mich auf Anfang auch so erstaunt hat, er hatte so Glaskasten gehabt, mit lauter Damenschuhe mit so hohen Absätzen. Und das ist natürlich logisch, das interessiert einen. Und ich habe aber auch beschrieben, wie er auch ruhelos ist. Und er hat mir noch einen bitterbösen Brief zurückgeschrieben. Und hat er auch gedroht mit? Nein, ich glaube, er hat nicht gedroht. Aber es hat mich erstaunt, dass ein Mensch, der eigentlich so viel, berufshalber so viel Humor haben sollte, dass er eigentlich auf so ein auf so ein Porträt so heftig reagiert. Ich probiere einfach einem anderen eine Plattform zu bieten, wo er sich zeigen kann, wo er sich ausbreiten kann. Er kann sich in mir spiegeln. Ich gebe ihm Stichwörter. Ich bin eine Möglichkeit, dass er sich durch mich so sieht, wie er ist, wenn er will. Es gibt sehr wenige, die glücklich sind über die Porträts, die ich über sie geschrieben habe.